Guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Video geht es weiter mit der Diskussion elementarer Strömungszustände. Wir hatten uns im letzten Video mit der Ebenen-Scherströmung beschäftigt. Dabei war diese Diskussion zu verstehen als ein Einstieg in dieses Thema. Sie können auch im Jahr 2021 plus Epsilon auf dem Thema Ebene-Scherströmung mindestens mal promovieren. Sie können auf dem Gebiet auch habilitieren. Die Ebene-Scherströmung kommt erstmal relativ harmlos daher. Aber letzten Endes können Sie sich beliebig intensiv mit so einem System beschäftigen und Sie könnten später in der Grundlagenforschung einsteigen, etwa in so ein Thema Übergang zur Turbulenz in der Ebenen-Scherströmung. Wie geht es jetzt weiter? Nun, die Ebenen-Scherströmung, das war ja ein Vertreter einer linearen Strömung. Und wenn Sie sich nochmal so an die Schulmathematik zurückerinnern, was käme jetzt nach einer linearen Funktion? Ja klar, da kommt eine Quadratfunktion, eine quadratische Funktion, ein Polynom zweiter Ordnung. Der Graph einer solchen Funktion ist eine Parabel. Und wir schauen uns jetzt also im nächsten Beispiel eine Strömungsform an, einen Strömungszustand, bei der das Geschwindigkeitsprofil eine Parabel ist. Ja, weiter geht es also mit der sogenannten Ebenen-Poisson-Strömung. Wir bleiben mal bei einem System, das aus zwei unendlich ausgedehnten parallelen Platten besteht, die sich in einem Abstand d voneinander befinden. In diesem System legen wir die x-Achse nach rechts. Die x-Achse soll sich genau in der Mitte dieser beiden Platten befinden. Die z-Achse legen wir nach oben. Und für ein rechtshändiges Koordinatensystem benötigen wir dann noch eine y-Achse, die in die Tafelebene hinein zeigt. Im Unterschied zur Ebenen-Scherströmung soll sich jetzt die obere Wand in Ruhe befinden, also die Geschwindigkeit an der oberen Platte ist v gleich 0 Meter pro Sekunde. Genauso sieht es hier unten an der Südwand aus und wir nehmen an, dass wir hier in der Mitte des Kanals eine Geschwindigkeit v gleich vm haben und dieses vm können Sie interpretieren als v in der Mitte oder auch als v max, also als die maximale Geschwindigkeit in diesem Kanal. Den halben Plattenabstand bezeichnen wir einmal mit R. Das hilft uns später eine gewisse Analogie zu sehen zu einer Rohrströmung, wobei R der Radius des durchströmten Rohrs ist. Und dieser Radius ist natürlich die Hälfte vom Durchmesser des Rohrs. Sie sehen jetzt hier eine analytische Darstellung für unser Geschwindigkeitsfeld. Die Geschwindigkeit besitzt nur eine x-Komponente, vx von z mal ex. Die x-Koordinate der Geschwindigkeit hängt hier nur von z ab. Das Geschwindigkeitsfeld hängt also nicht von x und auch nicht von y ab. Das heißt, dieses Geschwindigkeitsfeld ist translationsinvariant in x-Richtung und auch translationsinvariant in y-Richtung. Außerdem hängt das Geschwindigkeitsfeld nicht von der Zeit ab. Das heißt, es handelt sich um ein stationäres Geschwindigkeitsfeld. Das Geschwindigkeitsprofil, das hier dargestellt ist, entspricht einer Parabel und jetzt müssen wir also eine Quadratfunktion so zusammenbasteln, dass die Randbedingungen erfüllt sind. Das heißt, auf der unteren Platte bei z gleich minus r muss die Geschwindigkeit 0 sein, bei z gleich plus r muss die Geschwindigkeit 0 sein und in der Mitte, da hätten wir gerne die Maximalgeschwindigkeit vm und das erreichen wir dann mit Hilfe dieser Darstellung. Es sind jetzt hier vier alternative Schreibweisen angegeben. Sie sehen hier beispielsweise eine Zerlegung in Linearfaktoren, z minus r mal z plus r mit einem geeigneten Vorfaktor. Und dann sehen Sie natürlich schon, wenn z gleich plus r ist oder z gleich minus r, dann ist in jedem Fall schon mal die Geschwindigkeit gleich 0. Wenn wir z auf 0 setzen, ergibt sich hier ein minus r Quadrat. Minus mal Minus gibt Plus und das r-Quadrat kürzt sich weg, sodass wir dann für z gleich 0 diese Geschwindigkeit vm erhalten. Ja, Sie können diesen Ausdruck natürlich mit Hilfe der binomischen Formeln auch in diesen Ausdruck umwandeln. In dieser Darstellung etwa sieht man sehr gut, wenn Sie z auf 0 setzen, dann gibt das hier 0 durch r-Quadrat, perfekt ist 0, 1 minus 0 gibt 1, ja, dann bleibt dann hier dieses vm über. In dieser Darstellung sieht man auch ganz gut, wenn Sie z auf plus oder minus r setzen, ergibt sich dann hier in diesem Quadrat eine 1. 1 minus 1 gibt 0 und damit erhalten wir auf der Wand, wie besprochen, v gleich 0. Ja, indem Sie das komplett ausmultiplizieren, haben Sie auch noch diese Darstellung. Die ist vielleicht auch ganz nett. Sie können ja daran sehen, dass unser Geschwindigkeitsfeld quadratisch von z abhängt. Und dieses Minus führt dann sozusagen zu einer Parabel, die nach unten geöffnet ist.
Die Nordwand und die Südwand, die werden wir festhalten müssen. Die Strömung würde eine Reibkraft auf diese Wände ausüben. Damit diese Wände nicht von der Strömung mitgenommen werden, müssen sie festgehalten werden. Das heißt, wir müssen im Norden und im Süden entsprechende Kräfte einleiten, damit diese Wände in Ruhe bleiben. Damit wäre aber dann die Summe aller Kräfte auf unser Strömungsgebiet nicht null. Und es stellt sich noch die Frage, wer treibt eine solche Strömung eigentlich an? Ja, damit wir eine solche Strömung antreiben können, benötigen wir einen Druckunterschied zwischen dem Westrand, also dieser Seite, und dem Ostrand, also dieser Seite. Ein höherer Druck hier im Westen sorgt dafür, dass es hier im Westen eine größere Druckkraft gibt, die nach rechts auf unser Gebiet einwirkt. Ein vergleichsweise kleinerer Druck hier im Osten führt dann dazu, dass entsprechend eine etwas kleinere Kraft im Osten nach links wirkt, sodass wir überwiegend eine Druckkraft bekommen, die nach rechts wirkt. Und diese Druckkraft, die muss jetzt hier im stationären Fall genauso groß sein wie die Kräfte, die wir über den Nord- und Südrand einleiten. Wir haben es hier wieder mit einer unbeschleunigten Strömung zu tun. Der Gesamtimpuls in diesem System hängt nicht von der Zeit ab. Wenn wir uns wie immer hier auf einen gewissen Ausschnitt dieser unendlich ausgedehnten Platten beziehen, damit muss die Summe aller Kräfte null sein. Und es ist daher also schon an dieser Stelle klar, dass die Summe aller Reibkräfte auf den Wänden gleich sein muss der Summe aller Druckkräfte, die an diesem Gebiet angreifen. Ja, in diesem Bild sieht man jetzt nochmal eine Darstellung für unser Geschwindigkeitsfeld mit Hilfe von Pfeilen an ausgewählten Stellen in diesem Strömungsgebiet, das sich auf der x-Achse von x gleich 0 bis x gleich 1 erstreckt und auf der z-Achse von minus 1 bis plus 1. Da sehen Sie also an ausgewählten Stellen Pfeile. Die Pfeile zeigen immer in die gleiche Richtung, nach rechts. Entlang einer Linie mit konstantem z, also sozusagen in einer konstanten Flughöhe, ändert sich weder der Betrag dieser Pfeile noch die Richtung und damit handelt es sich hier um eine unbeschleunigte Bewegung. Es gibt hier keine Vermischung zwischen den Fluidschichten. Diese ebene Poiseuille-Strömung zählt zur Klasse der Schichtenströmungen. Es handelt sich hier um eine sogenannte laminare Strömung. Die verschiedenen Flutschichten gleiten aneinander ab mit einer gewissen Relativgeschwindigkeit, ohne sich dabei zu vermischen. Der Zustand hier bei x gleich 0 entspricht genau dem Zustand bei x gleich 1. Wenn wir die gesamte Strömung verschieben würden um einen Meter nach rechts, würde man das am Endergebnis nicht mehr sehen können. Die Geschwindigkeit wächst von v gleich 0 hier am Rand, wenn man nach oben läuft, an. Die Geschwindigkeit erreicht ihr Maximum bei z gleich 0, um dann wieder abzufallen bis auf den Wert v gleich 0 auf der oberen Platte bei z gleich 1. Die ebene laminare Poiseuille-Strömung existiert rein formal und rein mathematisch als Lösung unserer Bewegungsgleichungen für beliebige Strömungsgeschwindigkeiten. Also egal wie groß die Geschwindigkeit in der Mitte von unserem Kanal ist, egal wie groß die mittlere Geschwindigkeit in unserem Kanal ist, es zeigt sich, dass die ebene Poiseuille-Strömung immer eine Lösung unserer Grundgleichungen ist. In der Realität ist es allerdings so, dass beim Überschreiten einer gewissen kritischen mittleren Geschwindigkeit und damit beim Überschreiten einer gewissen kritischen Reynolds-Zahl die ebene laminare Poiseuille-Strömung instabil wird gegen geeignete Störungen, die dann anwachsen und die dazu führen, dass die Strömung in einen turbulenten Zustand umkippt. In diesem Bild sehen Sie wieder einen Ausschnitt aus unserem Strömungskanal. Nach rechts aufgetragen ist die horizontale Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Dieses Mal haben wir die Y-Achse nach oben gelegt. Der Ursprung der Y-Achse befindet sich jetzt hier genau auf der unteren Platte, also auf der Südwand. Der Kanal hat einen Durchmesser von einem Meter. Die schwarze Linie entspricht genau wieder dem laminaren Grundzustand. Die entsprechende Kurve hier in diesem Bild entspricht einer Parabel. Ferner ist hier in diesem Bild dargestellt, in jeder Höhe y, der zeitliche Mittelwert der turbulent schwankenden horizontalen Geschwindigkeit. Ja, das gibt dann diese rote Kurve.
die mit einem selbstgeschriebenen C++-Programm und der sogenannten finiten Differenzenmethode berechnet wurde. Sie sehen hier ferner also eine blaue Kurve, die wurde mit dem kommerziellen Tool StatCCM+ berechnet und man sieht, dass diese beiden Kurven auch sehr gut übereinstimmen. Genauso wie bei der Ebenen-Scherströmung bedeutet ein Übergang zur Turbulenz, dass wir in der Mitte des Kanals eine scheinbare Erhöhung der Viskosität bekommen. Die Viskosität ist ein Maß für die Leitfähigkeit für Impulsdiffusion. Die Diffusion von Impuls wird hier in der Mitte des Kanals verbessert und das führt dann dazu, dass die Geschwindigkeitsgradienten abgebaut werden hier in der Mitte des Kanals. Das heißt aber auch, dass die Gradienten des Geschwindigkeitsfeldes an den Rand wandern und dort dazu führen, dass wir an den Rändern eine erhöhte Reibung registrieren, die wir dann aber kompensieren müssen durch einen erhöhten Druckunterschied zwischen der Westwand und der Ostwand. Das heißt also, wenn die Strömung in die Turbulenz umkippt, müssen wir hier den Druck im Westen erhöhen, um den gleichen Volumenstrom zu erzeugen. Ja, die Details zu diesem Umschlag in die Turbulenz, das bleibt dann einer Vorlesung CFD2 vorbehalten. Der Übergang zur Turbulenz ist ein relativ komplizierter Prozess und es würde über das Ziel jetzt dieser Einführung hinausgehen, wenn wir an dieser Stelle zu tief einsteigen in dieses Umschlagen von einer laminaren Strömung in eine turbulente Strömung. Wir wollen als nächstes wieder den Volumenstrom berechnen durch eine Fläche, die von der Strömung senkrecht durchströmt wird. Der normalen Einheitsvektor unserer Fläche sei identisch mit dem Einheitsvektor in x-Richtung. Wir betrachten eine Rechteckfläche, die sich auf der z-Achse erstreckt von minus r bis r. Und sagen wir auf der y-Achse von y gleich 0 in die Tafel hinein bis y gleich b. Der Geschwindigkeitsvektor hat in diesem Fall immer die gleiche Richtung wie der normalen Einheitsvektor auf unserer durchströmten Fläche. Und wir wollen also jetzt wissen, wie viele Kubikmeter strömen pro Sekunde durch unsere Fläche. Zur Berechnung des Volumenstroms gehen wir wieder aus von unserer Fundamentalgleichung. Der Volumenstrom ist das Integral der Geschwindigkeit über unsere Fläche. Der Volumenstrom ist die Summe alle Skalarprodukte, die wir auf der Fläche bilden können, zwischen dem lokalen Geschwindigkeitsvektor und einem lokalen vektoriellen Flächenelement. Setzen wir für V ein, was wir wissen, nämlich Vx von z mal Ex und wir setzen für dieses vektorielle Flächenelement ein Ex mal dA. dA ohne Pfeil, das wäre der skalare Flächeninhalt. Das Skalarprodukt von Ex mit Ex gibt 1 und unser gesamtes Integral vereinfacht sich zu Integral Vx von z dA. Unsere Flächenelemente dA, also unsere kleinen infinitesimalen Flächenelemente dA, können wir als Rechteckflächen auffassen, die in Z-Richtung eine Ausdehnung dz besitzen und in Y-Richtung eine Ausdehnung dy. Aus unserem Integral wird also ein Zweifachintegral. Wir integrieren die x-Koordinate unseres Geschwindigkeitsfeldes in Y-Richtung von 0 bis b und anschließend in Z-Richtung von minus r bis r. Das Geschwindigkeitsfeld hängt nicht von y ab, also können wir sofort über y integrieren. Das können Sie auch so sehen. Wir können in dem Integral vx von z hier rausziehen, weil die Geschwindigkeit in Bezug auf die y-Koordinate eine Konstante ist. Und dann würde da einfach stehen Integral 1 dy, die Stammfunktion von der 1, das wäre y selbst. Und dann setzen wir einfach die Integrationsgrenzen 0 und b ein. Ja, und das führt dann einfach zu diesem Faktor b, den wir komplett aus dem Integral rausziehen können. Wir haben also jetzt hier ein gewöhnliches Integral, das läuft von minus r bis r. Aufgrund der Symmetrie unseres Geschwindigkeitsfeldes können wir statt von minus r bis r auch einfach nur von 0 bis r integrieren und müssen dafür aber hier vorne mit der Zahl 2 multiplizieren. Jetzt setzen wir für Vx von z ein, was wir wissen über unsere Geschwindigkeit, nämlich v in der Mitte mal 1 minus z² durch r². Vm ist konstant, also können wir Vm aus dem Integral herausziehen. Und wir müssen jetzt eine Stammfunktion suchen zu 1 minus z² durch r². Das könnte zum Beispiel sein z minus z hoch 3 durch 3r². Dann setzen wir die Integrationsgrenzen ein. Einmal die 0 und einmal r. Ja, die 0 bringt nichts. Und wenn wir für z r einsetzen, liefert das 2 mal b mal v in der Mitte mal r minus 1 Drittel r.
nachdem sich natürlich hier bei r hoch 3 geteilt durch r Quadrat das r Quadrat wegkürzt. Ja, dann können wir hier noch weiter vereinfachen. Wenn wir von einem r ein Drittel r abziehen, bleiben noch zwei Drittel r übrig. 2 mal r, das wäre der Plattenabstand, multipliziert mit b, das wäre der Flächeninhalt a, sodass unser Volumenstrom also gleich ist 2 Drittel mal die Geschwindigkeit in der Mitte mal die durchsetzte Fläche. Das ist auch zugleich unser Endergebnis. Der Volumenstrom ist 2 Drittel Vm mal A. Wenn wir das Ganze mit der Dichte multiplizieren, die Dichte soll hier konstant sein, können wir den Massenstrom berechnen durch unsere Fläche gemäß dieser Formel. Der Massenstrom ist gleich 2 Drittel Rho mal V in der Mitte mal die durchsetzte Fläche. Und wir können dann in dieser Darstellung auch ablesen, was die mittlere Geschwindigkeit ist. Die mittlere Geschwindigkeit auf unserer Fläche, das ist ja der Volumenstrom dividiert durch die Fläche. Und dieser Mittelwert wäre dann gleich 2 Drittel Vm. Und das heißt, die maximale Geschwindigkeit ist das 1,5-fache der mittleren Geschwindigkeit. Ja, auf dieser Folie geht es jetzt um die Frage, wie können wir denn zwischen zwei Platten eigentlich eine ebene Poiseuille-Strömung erzeugen. Zunächst mal brauchen wir also zwei parallele Platten, deren horizontale Ausdehnung in X-Richtung und hier in diesem Bild in Z-Richtung in die Tafel rein sehr viel größer ist als der Plattenabstand. Die Y-Achse wurde hier nach oben gelegt. Jetzt müssen wir hier auf der Eingangsseite natürlich diese Schicht irgendwie mit Fluid füllen. Das könnten wir zum Beispiel so machen, dass wir dieses System hier links mit einem sehr großen Tank verbinden, aus dem das Fluid dann einströmen kann zwischen diese beiden Platten. Klar ist natürlich, dass diese Schicht vorne und hinten eine Begrenzungswand, eine feste Wand benötigt. Wenn aber die Schicht sehr dünn ist, können wir von den Randeffekten vorne und hinten dann absehen und annehmen, dass sich im Zentralbereich zwischen den Platten so eine Art zweidimensionale Strömung herausbildet. Wenn wir ein Fluid aus einem großen Behälter auslaufen lassen, etwa in ein Rohr oder auch in diesen Spalt zwischen zwei Platten, dann erhält man hier auf der Eingangsseite dieses Bereichs typischerweise so eine Art Blockströmung. Die Geschwindigkeit ist näherungsweise konstant hier über diesen Eingang. Ja, diese Situation haben wir dann mit diesem kommerziellen CFD-Tool Star CCM Plus simuliert. Wir schauen uns ein zweidimensionales System an, geben hier auf der Eingangsseite eine Blockströmung vor. Farblich kodiert ist hier dargestellt Velocity Magnitude, also der Betrag des Geschwindigkeitsvektors in Meter pro Sekunde. Blau heißt 0 Meter pro Sekunde, das ist direkt hier an der Wand der Fall. Und rot entspricht der Maximalgeschwindigkeit von 0,015 Meter pro Sekunde. Es gibt hier so eine kleine Abweichung von 0,015. Das sind dann numerische Artefakte. Numerik heißt ja immer, wir wollen Gleichungen näherungsweise lösen. Wir haben ja gesehen, dass die Maximalgeschwindigkeit bei der ebenen Poiseuille-Strömung das 1,5-fache der mittleren Strömung ist. Wenn wir hier am Eingang 0,01 Meter pro Sekunde als Blockströmung vorgeben, dann muss die zugehörige Maximalgeschwindigkeit einer ausgebildeten Poiseuille-Strömung eben bei 0,015 Meter pro Sekunde liegen. Sie sehen also hier jetzt das Endergebnis einer Strömungssimulation. Die Frage, wie das Geschwindigkeitsfeld hier in einer solchen Situation aussieht, ist analytisch nicht mehr zu beantworten. Wir brauchen bereits für eine solche einfache Situation eine Strömungssimulation. Am Eingang haben wir, wie gesagt, so eine Art Blockströmung. Das führt aber dann dazu, dass die Geschwindigkeit zum Rand hin sehr schnell abklingt, sodass an den Rändern eine sehr starke Reibung auftritt. Das verzögert dann die Bewegung in Wandnähe. Es bildet sich dann am Rand eine Schicht aus, in der tatsächlich die Reibung dann auch aktiv ist. Da, wo die Strömung noch als Block vorhanden ist, hier im Inneren, kann natürlich keine Reibung wirken. Wenn Fluidschichten sich hier nach rechts bewegen und haben keine Relativgeschwindigkeit, gibt es zwischen diesen Fluidschichten auch keine Reibung. Reibung gibt es nur dann, wenn unmittelbar benachbarte Fluidschichten sozusagen mit einem infinitesimalen Geschwindigkeitsunterschied aneinander vorbeigleiten. Und das ist eben insbesondere hier in Wandnähe sehr stark der Fall. Sehr starke Reibkräfte führen dazu, dass das Fluid in Wandnähe immer langsamer wird. Der Bereich, in dem jetzt diese Reibung aktiv wird,
der wächst immer weiter an, je weiter wir in x-Richtung laufen. Je weiter wir hier nach rechts laufen, umso größer wird der Bereich von der Wand her kommend, der nicht mehr als Block strömt. Das heißt, wo sich die Geschwindigkeit bereits verlangsamt hat. Und wenn man sich das hier so anschaut, dann gibt es irgendwann mal so eine gewisse Lauflänge, also einen Abstand hier vorne von diesem Eingang, wo sich das Geschwindigkeitsprofil nicht mehr verändert. Man sagt, ab dieser Länge ist die Strömung eingelaufen. Die Strömung hat sich jetzt quasi an die Geometrie gewöhnt. Die zugehörige Länge heißt Einlauflänge. Und ab dieser Einlauflänge haben wir im Prinzip eine Parabel. Eine laminare Ebene Poiseuille-Strömung, die ist sozusagen nicht einfach so mal da. Um eine Ebene Poiseuille-Strömung zu realisieren, muss man also experimentell einiges tun. Wie gesagt, Sie können also aus einem großen Behälter heraus ein Fluid hier einlaufen lassen zwischen zwei Platten. Irgendwo rechts könnte das dann auch rausströmen wieder in einen offenen Behälter. Das wäre denkbar. Die Strömung braucht aber jetzt eine gewisse Lauflänge, bis sich diese Parabel ausgebildet hat. Das Interessante dabei ist, dass egal mit welchem Profil wir hier auf der Eingangsseite starten, es bildet sich irgendwann mal im laminaren Fall immer dieses Parabelprofil aus. Das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis für die Strömungssimulation. Denn wenn wir beispielsweise eine Pumpe simulieren wollen, aber nicht die gesamte Umgebung, in die diese Pumpe eingebaut ist, dann können wir die Pumpe, sagen wir, mit einem gewissen Stück Ansaugleitung verbinden. Und es stellt sich dann die Frage, in unserem CFD-Modell, in unserem Strömungssimulationsmodell, welches Geschwindigkeitsprofil sollen wir denn hier am Eingang der Saugleitung eigentlich vorgeben? Und da hilft uns dieses sogenannte hydrodynamische Einlaufen. Es spielt hier im Grunde genommen keine Rolle, was wir als Profil vorgeben. Nach einer gewissen Lauflänge wird aus irgendeinem Profil, das wir hier vorgeben, solange die Strömung laminar ist, irgendwann mal eine Parabel. Das heißt, die Strömung hat sich an ihre Umgebung gewöhnt. Und dann spielen eben für die Verhältnisse in der Pumpe die Randbedingungen hier am Eingang keine Rolle mehr. Denn wir wollen ja dann bei einer Simulation einer Pumpe etwa keine Ergebnisse generieren, die von willkürlichen Randbedingungen hier auf der Eingangsseite abhängen. Wenn man sich hier anschaut, wie jetzt der Bereich anwächst, in dem die Reibung aktiv ist und der den Bereich dann eingrenzt, wo das Fluid noch als Block strömen kann, dann stellt man fest, dass das so eine Art Wurzelfunktion ist. Und dieser Bereich, in dem die Reibung schon aktiv ist, das ist diese berühmte Prandtlsche Grenzschicht. Diese Prandtlsche Grenzschicht wird immer dicker. Die Dicke der Prandtlschen Grenzschicht wäre hier am Eingang 0. Dann wächst sie wie so eine Art Wurzelfunktion an. Das passiert aber auf beiden Wänden gleichzeitig. Wir bekommen also auf der Nordwand eine Grenzschicht, die immer dicker, dicker, dicker wird und sich irgendwann vereinigt mit der Grenzschicht, die von der unteren Platte her anwächst. Und da, wo diese beiden Grenzschichten sich irgendwann mal treffen, da ist dann im Prinzip diese Einlauflänge erreicht. Ab da gibt es dann keinen Bereich mehr, in dem das Fluid als Block strömen kann. Diese Simulation gilt hier für ein inkompressibles Fluid. Und das können Sie sich dann im Prinzip hier auch so vorstellen als Analogon. Wir sitzen auf einer Autobahn, vielleicht eine 4-, 5-, 6-spurige Autobahn. Und wir würden hier jetzt mit Autos starten, die Stoßstange an Stoßstange hier reinfahren. Das wäre dann sozusagen unser inkompressibles Fluid. Und wenn die Autos jetzt hier am Rand merken, oh, hier ist jetzt Reibung, hier geht es jetzt nicht mehr so richtig voran, die ganze Geschichte aber inkompressibel ist, das heißt, es gibt keinen Puffer zwischen den Autos und hier vorne raus wird es immer langsamer, dann bleibt den Autos gar nichts mehr übrig, als in die Mitte auszuweichen und dort dann schneller zu fahren. Und das ist das, was hier passiert. Das Fluid muss jetzt hier in der Mitte schneller strömen, weil es am Rand nicht mehr so richtig vorwärts geht. Aber der Volumenstrom, der muss jetzt hier in dieser Strömung durch jeden Querschnitt gleich groß sein. Die maximale Geschwindigkeit muss das 1,5-fache der mittleren Geschwindigkeit sein. Und das wird hier durch diese Simulation auch bestätigt. Ja, in dieser Folie sehen Sie den zugehörigen Druck, der dieses Einlaufen ermöglicht. Diese Linien, die Sie hier sehen, diese vertikalen Linien, das sind Isobaren. Entlang dieser Linien ist der Druck konstant. Angenommen, wir hätten hier am Ausgang einen Druck P0, dann ist hier jetzt farblich kodiert der Druckunterschied P minus P0.
Der Druck, der jetzt hier dargestellt wird, wird dann in einem solchen Simulationstool auch als Working Pressure bezeichnet. Das ist die Größe, die dann tatsächlich numerisch gelöst wird. Ja, ein Druckunterschied von 0 zum Umgebungsdruck ist dann hier blau kodiert und von blau über grün, gelb bis nach rot steigt der Druck dann an. Hier unten können Sie dann auch erkennen, welche Farbe welchem Druck entspricht. Wenn die Strömung eingelaufen ist, ist der Druck über die Schicht konstant. Und Sie sehen, in Strömungsrichtung nimmt der Druck dann ab. Der Druck nimmt pro Meter oder pro Zentimeter immer um den gleichen Wert ab. Das heißt, wir haben einen konstanten Druckgradienten in der Strömung, falls die Strömung eingelaufen ist. Hier im Eingangsbereich gibt es natürlich deutliche Abweichungen von diesen vertikalen Isobaren. Sie sehen hier eine Krümmung in den Isobaren. Ein Flutelement, das hier am Eingang hereinläuft, sagen wir mal in der Nähe der unteren Platte, das muss irgendwie in Richtung Kanalmitte gelenkt werden, weil es am Rand ja nicht so richtig vorwärts geht. Wir werden später diskutieren, dass der negative Druckgradient verantwortlich ist, auch für Beschleunigungen im Fluid. Man könnte sich das auch so vorstellen, dass hier so ein Druckberg ist und so ein Flutelement ist so eine Art Billardkugel, die wir hier auf diesen Berg draufschießen und jetzt läuft die Kugel dann an diesem Berg ab sozusagen und wird fokussiert in Richtung auf die Kanalmitte. Grundsätzlich ist der Druck hier im Westen größer als im Osten und das liegt eben daran, dass wir für diese Strömung natürlich die Reibkräfte innerhalb des Fluides überwinden müssen. Ja, dann sehen Sie hier noch diese Druckspitzen hier am Eingang. Wir brauchen diese Druckspitzen dafür, dass Flutelemente, die in Wandnähe hier reingeschossen werden, dass die eine Motivation haben, sich von der Wand zu entfernen und sich tendenziell hier in Richtung Kanalmitte bewegen. Sie sehen also, dass genau wie die ebene Scherströmung ist auch die ebene Poiseuille-Strömung auf den ersten Blick eine elementare Strömungsform, aber auch hinter dieser ebenen Poiseuille-Strömung gibt es sehr, sehr viele Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Ja, mit diesen Bemerkungen können wir erstmal dieses Thema ebene Poiseuille-Strömung für den Moment abschließen. Im nächsten Video geht es dann weiter mit der laminaren Rohrströmung, die ebenfalls als Poiseuille-Strömung bezeichnet wird. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.